So, was haben wir hier noch in dem Raum? Sehen alle unheimlich kompliziert aus. Zumindest für jemanden, der davon unheimlich wenig Ahnung hat. Dann drücken wir mal unheimlich wenig drauf. Hier sind 3000 Schalter und keiner ist beschriftet. Ich versuch's gar nicht erst. Erhöht das aber nicht die Fehlerquote, ne, dass man einen falschen trifft? Auf keinem der Monitore ist jemand zu sehen. Wahrscheinlich kann man irgendwo zwischen den Räumen hin und her schalten. Aber ich finde die entsprechenden Knöpfe nicht. Die scheinen da unten alle schwer beschäftigt zu sein. Die Zeit sollte ich nutzen. So, was haben wir hier noch? Da haben wir noch, Stuhl. Videorekorder. Nirgends eine Kassette drin. Ein riesiger Plasma-Bildschirm. Plasma. Betonung liegt auf Plasma. Ein einsamer Sprengkörper ist noch drin. Ich nehme ihn mal an mich. Die funktionieren anscheinend so ähnlich wie Handgranaten. Ring ziehen und besser ganz schnell loswerden. Mhm. So, hier haben wir erstmal nichts. Dann gehen wir mal hier auf die andere Seite. Hier ist noch eine Treppe. Ah! Der Lastenaufzug macht keinen sehr stabilen Eindruck. Eins der Seile ist schon gerissen. Das daneben sieht auch nicht aus, als ob es noch lange halten würde. Können wir da das Ding ranpappen? Nein, leider nicht. Silikon macht alles. Nee, macht's nicht. Passiert nichts. Vielleicht ist der Schalter kaputt. Mal hier ist, Oh, warte mal, hier ist der Angel. Warum auch immer hier jemand eine Angel hat, können wir das da? Nein, können wir nicht. Eine ganz normale Angel, ohne jeglichen Schnickschnack. Dafür aber recht robust. So, hier ist die Maschine. Ich glaube, das ist eine Wasserpumpe. Sie läuft aber nicht. Ist bestimmt verantwortlich für fließendes Wasser und die Heizung. Deswegen ist es hier drin wohl auch so kalt. Mhm. Gibt keinen Mucks von sich. Da stimmt was nicht. Ich glaube, die ist kaputt. Wir können hier wieder zurück. Ich gehe mal hier lang. Da geht's nach draußen. Ich friere mir ja hier drinnen schon den Hintern ab. Und wärmer wird es da bestimmt nicht sein. In diesen Klamotten kriegen mich da keine 10 Eisbären raus. Okay, wir müssen uns also umziehen. Ich speichere mal ab. So, wir haben eine Angel. Was ist das hier unten? Salz. Salz? Kommt wohl aus dem Sack da oben. Okay, das Salz. Das bisschen reicht gerade mal für ein Frühstücksei. Ist doch egal, nimm mit. Das bisschen reicht gerade mal für ein Frühstücksei. Die Plattform hängt zu hoch. Ich komme nicht an die Sachen ran. Angel. Passiert nichts. Vielleicht ist der Schalter kaputt. Wir haben eine Angel. Ach, guck mal. Ein Lastenaufzug. Von hier aus gibt es aber anscheinend keine Möglichkeit, den Aufzug hochzuholen. Das ist das Ding, was wir gesehen haben, aber wir können die Angel hier benutzen. Vielleicht kann ich einen der leichteren Packen hochziehen. Winterklamotten. Das ist doch mal ein Fang. Schon viel besser. Ich dachte, Satz, hier Salz. Können wir nochmal? Scheint doch zu gehen. Guck mal, da kommt wieder was hoch. Frotti-Bettwäsche. Ein ganzer Stapel. Was auch immer ich damit anfangen soll. Okay, nochmal. Die anderen Sachen auf der Plattform sind zu schwer, um sie mit der Angel nach oben ziehen zu können. Frotti. Können wir... Nee. Aber warte mal, uns ist jetzt warm, ne? Vielleicht können wir ja jetzt hier raus. Sag mir bitte irgendjemand, dass ich träume. Wo bin ich denn hier gelandet? Antarktis? Hier wird mich nie jemand finden. Das kann ich vergessen. Ein 10-Liter-Eimer. Ein 10-Liter-Eimer. Ist hier noch irgendwas Hübsches?
Ein Antennenwald. Ein riesiges Feld voll mit diesen komischen Dingern. Ich nehme an, dass da Antennen drin sind. Aber was macht man damit? Signale empfangen oder Signale senden? Die Leistung der Anlage dürfte jedenfalls gigantisch sein. Der Bau der Station hat bestimmt Unsummen verschlungen. Jemand muss sich davon eine ganze Menge versprechen. Die Frage ist, was? Wie haben die bloß all das schwere Gerät hierher bekommen? Das muss ein riesiger logistischer Aufwand gewesen sein. Oh, ich höre was. Der Pinguin scheint auf irgendwas zu sitzen. Wahrscheinlich brütet er gerade. Nee, geht nicht. Da können wir auch nicht hin. Eine Gletscherspalte. Da liegt jemand. Ach Gott. Sind Sie verletzt? Der ist Hallo? Tot. Der ist tot, Jim. Ich befürchte fast, dass er tot ist. Seltsam, dass jemand in die Gletscherspalte fällt, der sich hier doch vermutlich auskennt. Außerdem war da doch auch noch dieses Warnschild. Moment. Könnte natürlich sein, dass bei seinem Sturz nachgeholfen wurde. Zuzutrauen wär's den Leuten hier. Ach, das ist der mit dem tragischen Unfall. Sieht fast so aus, als hätte... Können wir nicht angeln. Können wir hier mit Frottetücher runter und angeln? Nein. Können wir hier uns an das Schild ran? Nein. Wir können das Schild mitnehmen. Ein hohles Rohr, auf dem ein Vorsicht-Abgrund-Schild steckt. Mhm. Und das Loch? Da steckte das Schild drin. Silikon rein? Nee. Das Loch hat was zu sagen. Merken wir uns mal. Hier. So, gehen wir mal in die andere Richtung. Ein alter Walfänger. Komplett vom Eis eingeschlossen. Wie lange der wohl hier schon liegt? Scheint so, als sei hier mal ein Loch im Eis gewesen. Mittlerweile ist es aber wieder fast vollständig zugefroren. Mit bloßen Händen werde ich das Loch bestimmt nicht wieder aufbekommen. Mit dem Eimer. Mit dem Schild, der Angel. Hier, mit dem Gewindeschneider. Ach, hier mit der Waffe. Worauf soll ich denn schießen? So richtig viele potenzielle Ziele habe ich hier irgendwie noch nicht entdecken können. Ja, hier auf. Eine stationäre Harpune. Die Dinger haben eine enorme Durchschlagskraft und eine relativ große Reichweite. Worauf soll ich... Okay. Da ist Waltran drin. Früher hat man den auch als Lampenöl und Schmierfett benutzt. Die Wäscheballen. Die Wäsche hat sich mit dem Tran vollgesogen. Ist tierisch schwer und stinkt auch so. Was nach schwer? Okay. Hier ist eine Jacke. Die Jacke ist völlig steif gefroren. Aber in der Seitentasche scheint noch was zu sein. Ein kleiner Flachmann. Wodka wird wohl kaum welcher drin sein. Aber bei der Kälte würde ich mich auch mit Whisky zufrieden geben. Wenn ich nur diesen verdammten Korken aus der Flasche kriegen würde. Hier, mit dem Gewindeschneider. Silikon? Nee. Mit dem Tran? Nee. Kriegen wir bestimmt warm im Dings. So, was haben wir noch? Nichts weiter. Hier braucht man ein Ziel. Wir müssen irgendwas anderes aufhören. Können wir das hier... Nein, können wir nicht. Okay. Das bisschen reicht gerade. Für ein Frühstücksei, ich weiß. Hier haben wir auch nichts. Kann man... Nee. Kann man... Oh, machen wir den ab mit der Maschine? So, stilvoll entkorkt. Leer, alle Mühe war wieder mal vergebens. Ein Korken?
Wofür bräuchten wir den Tran? Ja, hier Korken auf die Kamera. Merkwürdige Konstruktion. Kriegen wir auch nicht mit. Das sieht doch fast aus wie eine Schippe oder so, ne? Warte mal, mit dem Korken können wir vielleicht... Moment, kriegen wir den Korken... Nee. Ja, Korken. Tran. Und hier kann ich wieder gucken, ne? Geht es so tief runter, ich kann den Boden nicht einmal erahnen. Können wir hier irgendwas kombinieren? Ich glaube, ich schon alles durch. Oh. Ich würde wegrennen. Wow, was für eine Explosion. Scheint sogar eine kleine Lawine ausgelöst zu haben. Den Pinguin hat das aber nicht wirklich aus der Ruhe bringen können. Okay. Oh, wir können jetzt da... Oh. Ich weiß, dass Leichenfleddern nicht die feine englische Art ist. Aber ich kann nichts mehr für ihn tun. Er hingegen könnte mir vielleicht noch helfen. Schnipsel? Warte mal, guck mal. Das Amulett stellt in etwas abstrakter Art und Weise einen Kopf dar. Obendrauf steckt ein großer Diamant. Sieht sehr alt aus. Und wenn der Diamant echt ist, dürfte es ein Vermögen wert sein. Damit können wir die Scheibe aufmachen. Ein Benzinfeuerzeug. Leider kein Benzin mehr drin. Aber, warte mal, den Tran... Mal gucken. Ein paar rausgerissene Seiten. Sie sind überschrieben mit Forschungstagebuch von Nicole Charleroi. Ich glaube zwar nicht, dass mir diese Informationen in meiner derzeitigen Lage weiterhelfen werden, aber zumindest verstehe ich so vielleicht die Zusammenhänge besser. Mit der Unterstützung von Massimo habe ich nun endlich die ausreichenden Mittel, um meine Forschung zu intensivieren. Und die ersten Erfolge stellen sich bereits ein. Apropos Massimo, endlich jemand, der an mich und meine Arbeit glaubt. Er ist nicht wie diese Idioten in Paris. Er hat dieselben Visionen wie ich. Ich habe einige Unterlagen gefunden, über 50 Jahre alt. Ein Wissenschaftler erklärte darin seine Theorien. Nehmen Sie die Wellen unserer Radiosender. Sie sind auf den Straßen, in unserer Wohnung, überall um uns herum. Doch wir sehen und fühlen sie nicht. Erst wenn wir ein Radio einschalten und die richtige Frequenz einstellen, hören wir plötzlich, dass da Nachrichtensendungen oder Orchesterstücke sind. In gleicher Weise wird es möglich sein, Gedanken unbemerkt in das menschliche Gehirn zu bringen. Man muss nur die richtige Frequenz finden. Meine anfängliche Euphorie ist etwas gedämpft. Unser Schwerpunkt liegt immer noch auf der Grundlagenforschung. Dabei wollte ich schon viel weiter sein. Immer noch keine konkreten Ergebnisse in Sicht, aber zum Glück bleibt Massimo ruhig und fördert das Projekt weiter. Er wird es nicht bereuen. In den letzten Wochen zeigten unsere Versuche, dass der Energieemitter fehlerfrei funktioniert. Mir ist zwar bewusst, dass wir noch lange nicht am Ziel sind, aber eine Etappe ist nun geschafft. Massimo hat heute die Anlage zum ersten Mal besucht. Er ist sichtlich beeindruckt von unseren Ergebnissen und sichert weitere Mittel zu. Heute sind die ersten erfolgreichen Testreihen beendet worden. Zwar zeigten die Versuchstiere nur leichte reflexartige Motorikstörungen, aber damit ist der Anfang gemacht. Wir kommen nicht voran. Es gelingt uns einfach nicht, den entscheidenden Schritt nach vorn zu machen. An eine kontrollierte Beeinflussung der Versuchstiere ist nicht zu denken und ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Es sind die Strahlenfelder. Es müssen einfach die Felder sein. Sie sind vermutlich nicht konstant genug, um eine gezielte Beeinflussung der Gehirnwellen bei Probanden zu erzielen. Und vielleicht fehlt noch irgendwas, aber es sind bestimmt die Strahlenfelder. War das das Ende? Massimo hat mich von meinen Forschungen abgezogen und mich zurück nach Europa geschickt. Er hat mir zwar versichert, dass ich schnellstmöglich mit neuer Technik zurückkehren soll, aber ich fürchte, dass er kalte Füße bekommt.
Ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben, aber gestern haben wir die Arbeit endlich wieder aufgenommen. Massimo konnte von einem ehemaligen KGB-Agenten oder Mann Informationen über die Forschungsarbeit im Tunguska-Gebiet kaufen. Und meine Auswertung dieser Unterlagen hat ihn überzeugt. Die Russen arbeiten offenbar mit Bruchstücken von diesem undefinierbaren Ding, das 1908 dort explodiert ist. Das Erstaunliche, sie konnten damit bei den Versuchstieren deutlich schwerwiegendere und konstantere Verhaltensänderungen feststellen, als ich an meinen Versuchen. Wenn die Berichte aus Russland tatsächlich der Wahrheit entsprechen, könnten unsere Probleme bald gelöst sein. Mit diesen Bruchstücken müsste es möglich sein, extrem konstant und störungsfreie Strahlenfelder zu erzeugen. Wenn das tatsächlich so ist, könnte dies die Lösung unseres Problems bedeuten. Wir müssen dringend ein solches Artefakt in unsere Hände bekommen. Enttäuschende Nachricht von Massimo. Der russische Informant hat bestätigt, dass die Russen nur noch über eines der Artefakte verfügen. Die anderen beiden Bruchstücke wurden ihnen angeblich schon in den 70er Jahren von irgendeiner Sekte gestohlen. Ich vermute eher, dass die CIA dahinter steckt. Der Umbau der Anlage ist nun komplett abgeschlossen. Mit den neuen Möglichkeiten bin ich optimistisch, dass eine suggestive Beeinflussung des menschlichen Gehirns gelingen kann, wenn wir doch nur ein solches außerirdisches Artefakt hätten. Und das haben wir natürlich beschafft. Im Zusammenhang mit den Informationen, die uns der russische Informant verkauft hat, bin ich auf einen interessanten Fall gestoßen. Ein junger kubanischer Wissenschaftler, Manuel Perez, soll 77 bei einer Expedition in der Tunguska-Region dabei gewesen sein. Seitdem leidet er offenbar unter extremen Bewusstseins- und Verhaltensstörungen. Da in dieser Region bereits damals Experimente mit diesen Artefakten gemacht wurden, könnte durchaus ein Zusammenhang bestehen. Ich sollte mich einmal intensiver mit diesem Perez beschäftigen und deswegen war sie nämlich die Chefin von dieser Klapse. Ne? Massimo ist ein Genie. Er hat in Berlin einen Wissenschaftler gefunden, der sich viele Jahre mit der Untersuchung von diesen seltsamen Artefakten beschäftigt hat. Massimo ist sich sicher, dass wir bei ihm das benötigte Stück finden. Der alte Wissenschaftler ist spurlos verschwunden. Okay, sie haben ihn nicht. Irgendjemand scheint ihn vor unserer Nase entführt zu haben. Jemand, dessen Ziele mit den unsrigen identisch sind. Aber Massimo hat einen neuen Plan. Er will die Tochter des Wissenschaftlers benutzen, um an unser Ziel zu kommen. Klingt etwas verwegen, könnte aber durchaus klappen. Und wen haben die dann hier gefangen genommen? Okay. Und zwar... Ah nee, warte mal. Ich weiß zwar nicht, warum das nicht mit dem Ballen geht, aber vielleicht geht es ja direkt. Kann ich Tran... Nee. Kann ich nicht. Schade. Kann ich... Nein. Einer zu weit. So, guck mal, jetzt kann ich doch hier bestimmt den Diamanten benutzen. In Krimis sieht das immer so einfach aus. Pümpel auf Glasscheibe, diese mit Diamant angeschnitten und... Es ist tatsächlich so einfach. Keine Ahnung, von was für einem Tier das ist. Für ein Hühnerei ist es eigentlich zu groß. Aber wer weiß, was die hier in der Station machen. Denen traue ich alles zu. Das Ei geben wir mal dem hier. Oder auch nicht. Ich dachte schon. Lea. Keine Ahnung, von was für einem Tier das ist. Kann man da ein Loch reinmachen? Nee. Lea, alle Mühe war wieder mal vergebens. Lea. Achso, habe ich da versucht, Tran reinzugießen? Geht nicht. Worauf soll ich denn schießen? Ich weiß nicht, worauf. Was könnten wir hier tun? Dicht an den Pinguin ran. Okay, der ist völlig unbeeindruckt.
ist nichts. Was kann ich denn hier noch machen? Salz. Kommt wohl aus dem Sack da oben. Das bisschen reicht gerade mal für ein Frühstücksei. Ja. Warum kann ich das da oben nicht holen? Ach so, warte mal. Vielleicht ist es... Und so hinterlasse ich auch hier eine Spur der Verwüstung. Das hat aber auch gedauert. Jetzt haben wir Salz. Salz kann Eis schmelzen. Chemische Reaktion? So, das dauert jetzt wohl eine Weile, bis sich das Salz durchs Eis gefressen hat. Gefressen ist relativ, ne? Wir gehen mal zurück. Scheint so, als sei hier mal ein Loch im Eis gewesen. Mittlerweile ist es aber wieder fast vollständig zugefroren. Mit bloßen Händen werde ich das Loch bestimmt nicht wieder aufbekommen. Okay, dann gehe ich mal komplett zurück. Können wir nochmal? Vielleicht kann ich ja jetzt immer Salz hier reinmachen. Und unterstütze den Prozess. Das Salz hat ein großes Loch in das Eis gefressen. Dann Angel raus. Da passiert nichts. Ich sollte es vielleicht mal mit einem Köder versuchen. Mit einem Ei, oder? Oder auch nicht. Das Salz hat ein großes Loch in das Eis gefressen. Es gibt zwar Leute, die springen bevorzugt bei minus 300 Grad in Eislöcher. Ich gehöre aber definitiv nicht dazu. Bei 300 Grad minus... Oder wie?